Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Umbrella Chronicles. Ja, meine lieben Friends, im letzten Part haben wir Albtraum 1 und Albtraum 2 mit Rebecca Chambers abgeschlossen. Und in den Parts davor haben wir auch die Vorgänge im Herrenhaus haben wir abgeschlossen. Und ja, nun kommen wir zu den letzten zwei Kapiteln. Wieder mit Albert Wesker, Wiedergeburt 1 und Wiedergeburt 2. Was es damit wohl auf sich hat, das erfahren wir nun in diesem Part. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin sowas von bereit. Albert Wesker. Okay. Was nehmen wir? Nehmen wir einfach das, weil wir das einfach können und weil wir es einfach lieben. Oder weil ich es auch einfach liebe, die Magnum. Obwohl ich auch langsam mal sicher wieder anfangen sollte, ein paar Magnum-Munition zu sparen. Indem ich einfach ein paar Level nochmal wiederhole, die ich schon längst abgeschossen habe. Einfach wieder mehr Munition dafür auf Lager zu haben, weil die Missionen werden nicht unbedingt alle immer leichter. Oh nein, das garantiert nicht. Ja, ich würde sagen, let's go. Das Spiel beginnt jetzt. Let's go. I died once. I will never forget the cold, dark fingers of death reaching out for me. However, even that death was a necessary component of the big picture. The virus that Birkin had created brought me back from the brink of annihilation. When I awoke, hatred became my master. I found the tyrant that killed me was dead, and the facility was just moments away from self-destruction. I did not have time to enjoy my newfound life. I had something I needed to do. Time to grab the data and get out. Due to the emergency condition, all data has been backed up to the UMF-013. Sergei was busy. Wesker, Albert, I am afraid that as of 2400 hours, I have taken it upon my authority to revoke your access privileges to the mainframe system. Impossible. Who are you? I am Red Queen. My primary objective is the management and protection of Umbrella assets. My secondary mission objective. You will regret is the this, my lady. Of umbrella that, officer I lies. Promise. Time to change the plan. I better secure my escape. Then I will deal with them. Sergei, I won't forget your kindness. It's time to take the virus for a test drive. Not bad. Not bad at all. Okay. Wir spielen mit Wesker! Wow! Nein, 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 nein! Boah! Voll gegeben! Okay, wir spielen mit Wesker. Und wie wir gesehen haben, er ist von den Toten auferstanden. Wesker ist einfach von den Toten wieder auferstanden, Alter. Und anscheinend war das alles geplant. Und anscheinend bin ich bald tot. Das wollen wir ja mal nicht hoffen, ne? Wow! Hunters! Okay. Oh, grünes Kraut. Sehr gut. Jetzt kommen die Hunters. Ah ne, die sind ja schon down. Aber bestimmt nicht die letzten. Ja, was für eine Überraschung. Wesker hat seinen Tod geplant. Das war kein Zufall, das war nicht aus Versehen, das war nicht ungeplant. Es sollte so kommen. Es sollte so kommen. Damit seine Superkräfte sich aktivieren. Und wie wir gesehen haben mit Chris... Oh, was passiert jetzt? Ich sehe aus wie ein Zombie. Ich
amazing power. Welch erstaunliche Kraft! Oh ja, was für eine erstaunliche Kraft. Oh shit. Die wollen wir alle ans Leder. Ja, was für eine erstaunliche Kraft. I'm hardly breaking a sweat. This is quite enjoyable. Oho. Wie wir gesehen haben mit Jill und mit Chris, bevor sie in den Raum bei Wesker ankam mit den Tyrant, hat er sich anscheinend ein Virus in den Arm gespritzt. Und, entweder, ja, anscheinend so ein Prototyp von G-Virus. Und, dann hat er sich umbringen lassen vom Tyrant. Und es war anscheinend alles geplant. Anscheinend sollte das so kommen. Anscheinend. So zumindest so, wie es aussieht, wie wir gesehen haben, ne? Oh Gott, jetzt kommen die ganzen. Oh. Ach du Scheiße, nein! Noch mehr Zombies. Na, kommen noch welche? Oh ja. Jetzt kommen sie alle. Das war nicht geplant. Das war gar nicht geplant. Nein! Oh, okay, das ist leer. Bäm, Alter. Ja, Mann, der Wesker-Move. Was für eine erstaunliche Kraft ich doch habe. Chris, Jill, I hope you survive long enough for us to have our tear-filled reunion. Your playtime is over. Oh ja, er freut sich, Chris und Jill bald wiederzusehen. Da bin ich mir sicher. Oh, ich habe irgendwas übersehen. Nein! Oh shit! Mein Gott, diese Hunter sind ja auch echt ätzend, ne? Ohne Scheiß. Holy shit. Das Level ist nicht ohne. Vor allem mit so wenig Magnum-Munition. Ich hätte echt mehr davon haben dürfen. Und haben können, gerne. You. I thought we disposed of you. Oh mein Gott, ja, hier haben wir Lisa Trevor! Scheiße. Ja, sie wurde doch nicht komplett aus dem Spiel gestrichen. Nobody's perfect. Not even you, Lisa. Sie lebt einfach immer noch. Ach du Scheiße, ey, die lebt einfach immer noch. Die ist einfach wieder aufgestanden. Oh, okay, so schnell ging das schon vorbei. Also das erste Kapitel mit Wesker. Okay, da wird das nächste wahrscheinlich nicht noch leichter. Ach du Scheiße. Yo, Wesker mit seinem coolen dunklen Anzug und seiner Sonnenbrille. Er hat seine jetzige Sonnenbrille, die er vorher auf hatte, hat er einfach zertreten, ne? War auch irgendwie sowas stand von wegen Eigentum der Umbrella Corporation oder sowas, ne? Oh ja. Wesker. Albert Wesker. So wurde er also zu dem Mann, der er bis zu Teil 5 war. Also, so hat er seine Superkräfte bekommen. Ja.
es gab auch oftmals die Gerüchte von wegen, ja, Wesker ist zwar im ersten Teil gestorben, aber er hätte sich geklont und deswegen lebt er wieder. Aber es wurde nie aufgeklärt, wo er dann diese Superkräfte hatte oder sowas. Ergibt dann meist oftmals keinen Sinn irgendwie so, ne? Aber hier in Umbrella Chronicles wird schön aufgeklärt, wieso er das Ganze überhaupt überlebt hat. Oder zumindest wird es gezeigt, es wird vielleicht nicht komplett erklärt, aber ja, Wesker, ja, ich meine, der war von vornherein ja nicht so komplett normal, wenn man sich in Teil 5 ein bisschen informiert über ihn. Aber er war trotzdem irgendwo, also er war kein gewöhnlicher Mensch, aber er war schon irgendwo noch normal. Also bevor er seine Superkräfte hatte, hatte er auch noch komplett blaue Augen. Das kann man sehen, wenn man irgendwie bei vielleicht mal googelt, dann haben es irgendwelche geschafft, Weskers Sonnenbrille im ersten Teil einfach abzunehmen. Da hat er noch komplett blaue Augen. Und erst nachdem er seine Superkräfte hatte, hat man ja auch in der Zwischensequenz gesehen, hat er auch einmal diese glühend roten Augen. Und ja, dadurch wurde er quasi zu einer Super-Bio-Waffe. Muss man ja sagen, oh ja, der Wesker. Okay, machen wir Kapitel 2. Wiedergeburt 2. Okay, let's go. Let's go, meine Geschichte geht weiter. In wenigen Minuten würde das gesamte Gebäude in Flammen aufgehen. Wesker entging den Todesangriff desjenigen, der nicht sterben wollte, und erreichte den Eingang. Nur noch wenige Meter und er würde der Explosion entkommen sein. The exit should be close. The hourglass is running low. Time to pick up the pace. Okay, wir sind hier am Eingang. Oh shit! You're quite stubborn, Miss Lisa Trevor. No time to play. I need to find another route. Okay, Lisa Trevor lebt immer noch. Sie lebt also immer noch und verfolgt Wesker. Bam! Bam! Oh, Lisa. She must like me. Oh ja, das scheint der Fall zu sein. Na komm, Lisa. Bring es zu Ende. Erbärmlich. Sie lebt anscheinend immer noch. Boah, voll der Schuss daneben, ey. Oh, Granaten. Oh Gott, Lisa. Lisa Trevor. Nerv mich doch nicht so. Du hast eh keine Chance. Genauso bin ich für diese Viecher. Die bestimmt dich ans Leder wollen. Hoho. Holy shit. Habe ich auch noch andere Waffen? Nein, ich hab nur die. Oh shit. Bam. Checkpoint erreicht. Oh yeah. Albert Wesker ist hier. Er ist back. Und cooler denn je. Episch. Oh mein Gott, ey. Wesker ist schon eine coole Sau, ne? Ohne Scheiß. Was will man da abstreiten? Sagen wir es mal ehrlich. Schrot. Schrotflinte Munition. Genau das, was ich brauche. Kommt alle her, wenn ihr Stress wollt. Boah, der hat die Badezimmertür aufgebrochen. Na
Meine Güte. Ich bin ja schon fast beeindruckt. Na, na, na. Oh, Hunter. Selbst Hunters beeindrucken mich nicht. Schon lange nicht mehr. So. Ich weiß, dass du gleich kommst. Dieser Trevor. You're a stubborn one. Bam. Oh. You see that when they say you're immortal. Nervensäger. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Boah, voll in den Arsch geschossen, ey. Ah, das tut weh. Das tut doch weh. Alter, man muss sich schon echt konzentrieren, ne? Ohne Scheiß. Oh. Habe ich dich erwischt. Oh, ein Umbrella Achievement. Wie geil ist das denn? Da. Na komm. Wenn ihr Stress wollt, sollt ihr es haben. Ihr seid alle bekommen, was ihr verdient habt. Oh, scheiße. She appears to be stalking me. Your desire for eternal slumber shall be granted. Ah, scheiße. Your playtime is over. Na komm, Lisa. Bring das zu Ende. The end has come. Be a good girl and stay dead this time. And so I was reborn like a phoenix emerging from the flame. I no longer needed Umbrella. A new horizon stretched out before me. I had risen beyond the human race and cheated death itself, leaving nothing to oppose me. Wesker's Wiedergeburt. Kapitel 2 abgeschlossen. Oh, sogar Rang A freigeschaltet. Profil von Laser Trevor erhalten. Sehr gut. Nice work, Crash. Skynet EP. Ja, wieder Wesker in seinen Anzug. Na, oh ja, wieder Rang C. Ja, Leute, damit haben wir Weskers Wiedergeburt 2 auch abgeschlossen. Und so haben wir nun erfahren, wie er aus dem Herrenhaus sogar entkommen konnte. Und man hat Leader Trevor nochmal richtig nah gesehen. Ihr Gesicht, ey, ihr lebloses Gesicht, so das total eklig zugerichtet wurde. Und mit der Maske ihrer Mutter auch und sowas. Und sowas, was sie da alles aufhat. Hat die nicht sogar Gesichter von den Ärzten auf, die sie so scheiße behandelt haben?
Oder habe ich jetzt gar nicht richtig im Blick gerade. Aber auf jeden Fall, ja, Lisa hat eine tragische Geschichte auf jeden Fall. Lisa Trevor im Resident Evil 1, dem Remake, erfährt man natürlich viel genauer darüber als hier in Umbrella Chronicles. In Umbrella Chronicles wurde das eben quasi alles eben so zusammengewürfelt in Schnelldurchlauf. Aber hier sieht man auf jeden Fall, hier hat man nochmal gesehen, ne, dass Lisa Trevor auf jeden Fall auch in Resident Evil 1 eine Rolle spielt und Wesker kennt sie natürlich zu gut. In Weskers Vergangenheit hatte er sich auf jeden Fall schon mal begegnet. Da hat auch Umbrella sehr viele bösartige Experimente mit ihr gemacht. Und ja, Zerstörung von Raccoon City, Leute, das ist das sind unsere nächsten Kapitel. Oh ja. Ja, das war auf jeden Fall ein spannender Part. Das war ein sehr cooler Part. Ja, wir haben erfahren, wie Wesker das alles überlebt hat. Ja. Heftig. Ist schon echt cool gemacht. Also ohne Scheiß, Wesker ist schon eine coole Sau. Der ist nicht doof, der weiß irgendwie, was er macht und riskiert sein eigenes Leben dafür, um noch stärker zurückzukommen. So irgendwie. Ja, heftig. Ja, Leute, da würde ich sagen, danke ich mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. In den nächsten Part machen wir weiter mit Zerstörung von Raccoon City. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und in den nächsten Part geht es weiter mit Resident Evil Umbrella Chronicles. The Umbrella Chronicles. Bis dann. Ciao.